Ich darf mal fragen, wie kamst du am Anfang auf die Idee, jetzt sagen wir mal einen Clan aufzumachen? Meine Idee war es gar nicht, sondern es war die Idee von Alternate. Die haben mich März 2003 angesprochen darauf, dass sie ein eigenes Team gründen würden und haben mich dann eingeladen, weil ich per Zufall in der Nähe gewohnt habe und dann ging das die Planung los. Ja, das sind alles ange... Also hat jetzt Alternate von vornherein, sagen wir mal, weil ich ja sagen, Clan kostet ja Geld zum Beispiel, jetzt hat die alles übernommen oder hast du da auch dazu Sachen beigetragen? Also ich habe da natürlich kein Geld von mir beigetragen. Am Anfang hat Alternate natürlich sämtliche Kosten getragen, was Alternate trägt auch weiterhin eine Großteil der Kosten im Grunde genommen für das Clan, ist auch ihr Werkzeug im Grunde genommen. Und wir hatten aber fast von Anfang an Sponsoren, relativ viele Sponsoren, die Alternate über Kontakte im Einkauf kennt. Also Alternate verkaufte Computer-Hardware und kennt dementsprechend einen oder anderen Hersteller und die waren dann fast von Anfang an mit im Boot. Tut Alternate, also will einfach immer mehr sozusagen. Die wollen halt, sie ziehen sich auch nicht zurück, so jetzt zum Beispiel jetzt irgendwie AMD oder sowas. Nein, also Alternate überlegt momentan nicht, sich da zurückzuziehen. Momentan läuft es eigentlich relativ gut. Wir haben uns kontinuierlich über die letzten Jahre gesteigert, haben kontinuierlich mehr Teams dazu bekommen und die, auch die jeweiligen Teams dann an die Spitze geführt, denke ich mal. Also wir sind jetzt nur im 3-Bereich, ziemlich weit im Source, im 6, ja, im Female-Bereich bis vor kurzem auch. Und ja, so wollen wir es eigentlich weiter fortführen. Wollt ihr jetzt noch mehr Teams dazu hinzufügen? Es gibt ja jetzt Call of Duty, was jetzt groß wird sozusagen, sag ich jetzt mal in Deutschland. Also Call of Duty steht momentan bei uns nicht irgendwo auf der Liste, weil wir mit Counter-Strike Source und 1.6 schon, denke ich, genug zur Taktik-Shooter mit dem Programm haben und Call of Duty immer so ein bisschen hinten dran steht bei Counter-Strike. Ich glaube auch nicht, dass jetzt Counter-Strike irgendwie so ablösen wird oder dass da irgendwas bevorsteht. Ich glaube, wir sind mit Counter-Strike ganz gut bedient. Auf jeden Fall.